Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kreative, niemand hat mehr Bock auf Corona. Am liebsten würden wir doch alle das Thema hinter uns lassen, erledigt nach vorn gucken. Und wenn wir dann nach vorn gucken, sehen wir, nach dem Sommer kommt der Herbst. Und wir ahnen, schlauer wäre es doch noch einmal zurückzublicken. Was war? Was haben wir unternommen? Die Politik, die UnternehmerInnen. Was war gut und was eher nicht? Wir könnten daraus lernen und auch wieder nach vorn blicken in die Zukunft, nur klüger und erfahrener. Wir müssen die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen. Eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist, dass wir auf Kunst und Kultur nicht verzichten wollen und auch nicht können. Wir brauchen eine lebendige Kultur. Wir brauchen die Begegnung mit ihr als demokratische Gesellschaft. Jeder Lockdown, der nötig wurde, war deshalb nicht nur eine wirtschaftliche, nicht nur eine kulturelle Schwächung, sondern auch eine Schwächung für unser Gemeinwesen. Und doch spürt und sieht man die wirtschaftlichen Folgen am ehesten. Sie lassen sich auch am besten in Zahlen ausdrücken. Und die Zahlen sind deutlich. Die Pandemie hat die Kultur- und Kreativwirtschaft sehr, sehr hart getroffen. Kaum eine andere Branche hat mehr gelitten. Einzelne Teilbereiche der Kultur- und Kreativwirtschaft haben in den Krisenjahren fast die Hälfte ihres Umsatzes verloren. Darunter beispielsweise die Musik, -44%. Und die Filmwirtschaft, -41%. Bei den darstellenden Künsten waren es sogar mehr als 80%, -81% im Vergleich zu den Vorjahren 2020 und 2019. Die Bundesregierung hat verschiedene Hilfsprogramme aufgelegt, um diese Folgen zumindest abzufedern, um mit den Überbrückungshilfen des BMWK, dem Sonderfonds für Kulturveranstaltungen oder mit dem Programm Neustart Kultur, das gerade erst bis Mitte 2023 verlängert wurde. Darüber bin ich sehr froh. Wie wichtig diese Hilfen waren, kann man daran ablesen, dass sie sehr stark nachgefragt wurden. Nun werden sie auch evaluiert und wir werden Erkenntnisse, unsere Learnings daraus ziehen. Eine Erkenntnis ist schon jetzt, dass wir die Kultur- und Kreativwirtschaft stärken wollen, was sich auch im Bundeshaushalt niederschlagen wird. Die Pandemie hat uns die prekäre Situation vieler Kulturschaffender noch einmal deutlicher vor Augen geführt. Dass viele von ihnen in sehr, sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen leben, dass sie kaum für ihr Alter vorsorgen und Reserven bilden können, war nicht neu. Durch die Pandemie hat sich ihre Lage noch einmal verschärft. Sie ist nun auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Davon erhoffe ich mir Rückenwind für Maßnahmen, die die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern dauerhaft stärken. Ich bin dazu in Gesprächen mit meinem Kollegen Hubertus Heil und mit den Kulturschaffenden direkt. Von der erhöhten Aufmerksamkeit erhoffe ich mir aber auch mehr Bereitschaft, für kreative Leistungen im Netz angemessen zu bezahlen und dafür neue Geschäftsmodelle zu akzeptieren. Wir müssen einfach mehr dafür tun, dass KünstlerInnen und Kreative von ihrer Arbeit auch leben können und nicht bei jeder Konjunkturdelle oder jedem Lockdown um ihre Existenz fürchten müssen. Dafür werde ich mich einsetzen. Ich danke dem Kompetenzzentrum für die Organisation und Durchführung des Kongresses. Danke auch dafür, dass Sie in der Pandemie immer dran geblieben sind, immer frische Daten zu den Auswirkungen der Pandemie für die Branche vorgelegt haben. Das war gut, das war notwendig, um politische Schlussfolgerungen zu ziehen und die Programme anpassen zu können. In den Workshops und Diskussionen werden Sie, liebe TeilnehmerInnen, zu vielen Erkenntnissen kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Lehren aus der Vergangenheit für eine gute und starke Zukunft der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse und ich wünsche Ihnen
gute, spannende, intensive Gespräche.